Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Elex. Ja, wir sind auf der Suche nach dem letzten Teil hier für Falk, dem letzten Elektronikteil. Hier sind aber diese komischen dicken Viecher und ich versuche mich mal hier zwischen denen durchzumogeln. In der Hoffnung, dass es geht und in der Hoffnung, dass wir keinen anderen in die Finger laufen. Weil die sind dann doch ein bisschen zäh und böse. Der Ort hier ist ein wenig besorgniserregend. Ach. Ich glaube, die ganze Welt ist ein bisschen besorgniserregend. Das ist total leer. Ich vermute mal. Ah, guck mal. Ach komm. Streng dich mal an. So. Schwefel ist nicht das, was wir suchen, ne? Garaudium. Da ist es. Aber hier können wir ein paar Sachen mitnehmen. Halt, Spielzeug-Dino. Wer kennt die nicht und wer braucht die nicht? Den Spielzeug-Dino. Da drüben lag noch Elexit. Und Energiezellen. Okay. Ja, Falk. Wegen der Elektroteile. Ja? Ich habe dieses hydraulische Gelenk gefunden. Bemerkenswert. Ein synthetisches Gelenk auf Titanbasis, das einen menschlichen Arm imitiert. Wir gleichen den Maschinen mehr, als dass wir uns unterscheiden. Vielleicht gleichen die Maschinen uns mehr. Das habe ich schon immer gedacht. Irgendwie fehlen ja ein paar Prozente. Das habe ich schon immer gedacht. Nicht wahr? Die Maschinen und wir entwickeln uns beide in die gleiche Richtung. Unsere Motorik, Fähigkeiten und sogar unsere Ziele ähneln sich. Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Und eines Tages wird es eine Symbiose geben. Ist er vielleicht ein Bot oder so? Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ein erstaunliches Element, nicht wahr? Nicht so interessant wie das Elex. Aha, einen Moment. Verrate mir, ob du jemals abhängig warst. Nochmal, der ist so roboterhaft, oder? Versuchst du mich gerade mit deiner Suggestion zu beeinflussen? Nun, ja, seltsam. Warum funktioniert das nicht? Weil du nicht so gut bist, wie du denkst? Vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Tja. Du hast jetzt alle Elektroteile, die du wolltest. Ich stimme zu. Damit müssen wir uns auf den Weg machen, um sie abzugeben. Hier, das habe ich während der Reise gefunden. Du hast sicher eine sinnvolle Verwendung dafür. Sag, wenn du bereit bist, dann gebe ich dir die Koordinaten. Na dann los. Lass uns deinen Auftrag beenden. Gut, hier sind die Koordinaten. Vergöttert mich. Je früher ich an meinem Bestimmungsort bin, desto besser. Der Typ ist doch ein Roboter. Fantastisch. Random Access Memory. Der Typ ist ein Roboter. Achso, wir sollten gleich die Quest erstmal aktiv setzen. Falk hat seinen Auftrag erledigt und will unverzüglich zurück zu seinem Auftraggeber. Ich sollte ihn zurückbringen. Das ist ein Roboter. Kann mir einer sagen, was er will. Ach, guck an. Interessant. Interessant. Ist der vielleicht... Nee, oder? Von dem Typen, der unten die Bombe baut? Das wäre... Warte mal. Kommen wir hier irgendwo runter? Ohne dass wir... Der sieht ja aus wie... Okay, sieht doch bloß so aus. Wir kamen doch irgendwie hier nach unten. Wie waren das? Wie kamen wir denn nach unten? Wenn man nicht alles im Kopf hat. Wir kamen jedenfalls irgendwie nach unten. Ich glaube durch einen Spalt oder so, ne? Nee. Hä?
Warte mal, ich gehe mal hier. Oh, guck mal, hier drüben ist. Hier drüben hat man sich's gemütlich gemacht, wie es aussieht. Aber hier irgendwie. Das ist auch so ein Dicker. Warum sind in der letzten Zeit so viele Dicke hier unterwegs? So, wo war denn der Eingang? Es war doch da, wo die komische Bombe ist. Ach, ja, okay. Ich habe nichts gesagt. ihr verratet mich nicht, ne? Sieht aus wie ein riesengroßer Helm hier. Guck dir das mal an. Er hat ihn beeinflusst. So, so. Oh, sieh mal an, wer da ist. Meister? Falk, was für eine freudige Überraschung. Meine Aufgaben sind erledigt. Ich bin zurück. Hervorragend. Das ist die beste Neuigkeit seit langem. Ich habe nicht an dir gezweifelt. Oder sagen wir besser an mir. Hier sind die Teile, die ich dir bringen sollte. Ich dachte, du bist im Auftrag eines Legats unterwegs. Das war ich doch. Oder nicht? Suche Daten. Was stimmt mit ihm nicht? Ist er nicht ein wunderbares Geschöpf? Er ist meine größte Erfindung. Die Krone der Schöpfung. Du hast ihn erschaffen? Natürlich. Er ist mein Meisterstück. Und heute wird er vollendet. Dank dir. Ach ja? Ich werde die Teile in ihn verbauen und ihn besser machen als je zuvor. Also ein Data. Willst du damit sagen, er ist nur eine Maschine? Viel mehr als das. Er ist die größte Errungenschaft seit der Errichtung des ersten Konverters. Ich danke dir, dass du ihn zurückgebracht hast. Offenbar hat er dich als seinen Waffengefährten erwählt. Mhm. Sehr interessant. So wie es aussieht, ist er bei dir in guten Händen. Er hat sich bei dir erstaunlich entwickelt und er wird täglich besser. Und deshalb wirst du ihn wieder mitnehmen. Er wird deine größte Waffe sein. Aha. Warte hier, bis ich mit meinen Arbeiten fertig bin. Tatsache, der hat ein Data erschaffen. Falk? Initialisiere. Was jetzt? Jetzt werdet ihr eine neue Evolutionsstufe einleiten. Pass gut auf ihn auf. Hä? Wie fühlst du dich? Alle meine Systeme laufen einwandfrei. Ich fühle mich stark. Du wusstest nicht, dass du eine Maschine bist? Ich habe oft nach der Ursache meiner Erinnerungslücken gesucht. Und ich war mir darüber bewusst, dass Emotionen nicht mein Spezialgebiet sind. Mhm. Aber ich wäre nicht auf den Gedanken gekommen, dass ich selbst kein Mensch bin. Was denkst du über deinen Schöpfer? Er ist ein Genie. Ich gebe zu, es war höchst unbefriedigend, nicht zu wissen, woher genau ich stamme. Über meine Entwicklung bin ich jedoch sehr erfreut. Ich hoffe, ich werde gut funktionieren. Ich auch. Der Spruch, der erinnert mich wirklich gerade an Raumschiff Enterprise. Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Vieles, was ich entdeckt habe, habe ich auch verstanden. Anderes wiederum ist mir leider ein Geheimnis geblieben. Okay. Exzellent. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle Gefangene, auf die eine oder andere Weise. Okay, dann kannst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Aber wir könnten auch fliehen. Ich bin ebenfalls Kleriker. Wir könnten gemeinsam fliehen. Zwei Idioten auf dem Weg zur Hölle. Ja. Nee, lass mal. Den Film kenne ich schon. Der ist scheiße. Okay, und du denkst, du kriegst das Ding dahin, Kennst du den gefangenen Kleriker? Nein, oder ich habe sein Gesicht einfach nur vergessen. Alles, was es über ihn zu sagen gibt, ist, dass er noch nicht gedient hat, als ich noch zu Kalans Getreuen zählte.
Warum aber fragst du nach ihm? Ich will seine alte Einheit finden. Schön, schön, schön. Machen wir es kurz. Ich könnte mir denken, wo ihr Standort ist. Ich übertrage die Koordinaten in deinen Adjutor. Was ist das jetzt? Wenn du mir anvertraust, was du mit dieser Information machst, behalt sie besser für dich. Ich will unter keinen Umständen wissen, was deine Beweggründe sind. Dingen, die mich nichts angehen, möchte ich aus dem Weg gehen. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Ach, den. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Ach, ja, hab ich. Wenn du dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den Wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Der Duke wird langsam ungemütlich. Er rechnete mit der Fertigstellung des Big Bang schon im letzten Monat. Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Das glaube ich. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Ich hab keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Hier. Und? Weißt du es jetzt? Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf. Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Okay, wegen Falk. Wegen Falk? Wofür hast du ihn gebaut? Liegt das nicht auf der Hand? Im Krieg brauchen wir eine Armee, die unsere Kampfkraft verdoppelt, aber unsere Leute nicht verheizt. Wir haben Waffen, Kampfmaschinen, Bots. Aber eine Maschine, die aussieht wie du und ich, das ist etwas anderes. Ach so? Niemand wird sie erkennen, niemand wird sie vermissen. Sie ist unendlich replizierbar und viel stärker und schneller als die Menschen. Das ist die ultimative Waffe. Ich habe den Eindruck, Falk denkt und handelt so wie ein Mensch. Das ist ja das Schöne daran. Er kann durchaus logisch denken und er ist loyal. Ein schlechtes Gewissen musst du aber trotzdem nicht haben, wenn er fällt. Obwohl es natürlich sehr bedauerlich wäre um seine Komponenten. Habe ich nicht. Gut. Er ist und bleibt eine Maschine. Nicht mehr und nicht weniger. Wie bitte soll ich das verstehen? Ah, ein menschlicher Scherz. Okay. Ich glaube, der ist weitaus mehr. Es ist ein Data. Es ist ein Data. Ein empfindsames Wesen. Okay, wir haben Questen bekommen. Big Bang, der Laufbursche. So, haben wir noch die Gefährtenquest? Nee, haben wir nicht. Ach Gott, wo finden wir den Kram? Ah, es gibt zumindest einen Kartenausschnitt. Ah, wir haben den Konverter hier noch nicht. Okay, gehen wir nach Sandy Pines. Ach, Ray. Ach, Ray ist ja gar nicht bei. Ich wollte gerade sagen, Mensch, Ray, wusstest du noch hier, als wir dich hier gefunden haben und wir dir fast die Fresse poliert hätten. Nee, zumindest den Hals aufgeschnitten. Das hätten wir fast gemacht. Und wir sind hier langgelaufen und hatten so eine tierische Panik, weil wir keinen Schutz hatten. Sand im Stiefel. Toll. Und bloß eine Feststellung. Das klang aber wie Jammern und Meckern gerade. So, da sind wir nämlich hier hoch lang und haben versucht. Okay. Oh, das war aber haarscharf da. Hi. So. Da liegt eine tote Leiche.
Mhm. So, und irgendwo hier ist der Feind. Okay. Wer auch immer hier früher gelebt hat, hatte wenig zu befürchten. Mhm. Oh, ich hasse diese Viecher. Toll. Ich bin direkt hinter dir. Los, Falk, dann zeig mal. Ach, die kommen noch hier hoch. Och komm. Hammer. Hammer. Nicht auf der Treppe, komm. Treppe ist doof. Hammer. Hammer. Oder auch nicht. Komm her. Komm her. Komm. Und das ist ein neuer. Ist ja noch einer. Wo kommen die denn alle her hier? Sauber. Das ist gerade noch mal gut gegangen. Ja, Falk, was soll ich sagen? Also, das ist die neue Ära, die du versprochen hast, ne? Oder dein Chef, dein Vater hier versprochen hat. Die neue Ära wird jetzt aufgemacht. Wow. Nun ja, kriegen wir schon hin. So, wir müssen irgendwo da oben. Und was, bis hier hinten ist die hingeflogen? Wahnsinn. So. Unser Aufenthalt hier scheint mir äußerst riskant. Ach so. So, hier irgendwo, ne? Hier drinne? Da ist er. Und eine neue Stufe. Super. Und wir haben starken Schnaps. 3 von 10. Warum brauchen wir den? Aber nichtsdestotrotz. Wir nehmen die nächste. Machen wir erstmal hier. Nee, Quatsch. Blödsinn. Da. Wo müssen wir hier hin? Da müssen wir dann nach unten. Dann gucken wir mal, wo müssen wir hier hin? Da müssen wir nach da hinten. Dann würde ich sagen, nehmen wir erstmal den hier unten und reisen hier nochmal zum Bergsee. Wieso nochmal? Waren wir da? Nee, da waren wir jetzt kürzlich nicht. Aber da reisen wir jetzt einfach hin. Oder sind schon. Warte mal. Ist das Rohr da komplett geschlossen oder was ist damit? Das interessiert mich da nämlich gerade sehr. Kann man da vielleicht. Ne, vorsichtig. Kann man da vielleicht reinkrabbeln oder so? Oh, hier sind Feinde. Ah, die sind bloß gereist. Ah, nee, können wir nicht reinkrabbeln. Wir könnten höchstens oben lang krabbeln. Wir sollten nach unten. Du bist ja schon halb tot. Okay. Haben wir noch was? Oh ja, wir haben da was. Boah, ich bin ausgewichen. Ich bin sowas von ausgewichen. So, jetzt aber. So, wir müssen irgendwann wieder was zu essen kochen. Definitiv. Steakteller sollte reichen erstmal. Hoffentlich.
Wir müssen irgendwann mal richtig produzieren. Also wir haben jetzt drei. Lernpunkte haben wir. Richtig? Ja, drei Lernpunkte, können wir noch was machen. Und wir haben 21 Attributspunkte, die wir dann noch verteilen können. Und müssen vor allem. Guck mal, hier oben ist ein Schild. Warum ist hier ein Schild? Warum ist hier ein Schild, ne? Reinspringen verboten. Ich weiß es auch nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn hier. Aber was ist das hier? Was ist das? Aber hier war ich schon. Das ist so leergeräumt. Hier war ich schon. Ja, hier waren wir schon. Oh. Was war das da unten? Achso, das ist Stein. Wir müssen noch weiter runter, oder? Diese ganze Anlage ist mir ein Rätsel. Rückschlüsse auf die einstige Verwendung sind angesichts des Zustands schwierig. Meiner Einschätzung nach muss einst das Meerwasser oder die Prospektion im Fokus gestanden haben. Okay. Ich werde hier warten. Ich komme ja schon wieder raus. Ja, ja. Boah. Das ist ein kleiner Reaktor hier. Und da haben wir wieder Besuch. Warte mal. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Was haben wir da hinten? Boah, das ist schon... Also imposant ist das hier schon, das muss man sagen. Das alles erstmal aufzubauen. Sauber. Das zieht schon richtig, ne? Also wenn man das hier... jetzt habe ich ihn verschluckt. Guck mal, was sind das da für Fraggles? Ich glaube, das werden wir in der nächsten Folge in Erfahrung bringen, was das für Leute sind. Ja, ich muss jetzt sowieso den Hals erstmal ein bisschen befeuchten. Da ist irgendwas reingerutscht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Euer Firefox.